Aha. Sie ist tot. Von so einer kleinen Axt. Ist sie gestorben? Oh mein Gott, ich habe solche Gefühle jetzt. Mit Arias Hilfe konnte Eragon Saphira wiederbeleben. Zeitig genug, um Durza ein letztes Mal herauszufordern. Wird so von einer blöden Axt getötet? Wie scheißen schlecht sind denn Drachen anscheinend? Drachen sind epic-mäßige Übermonster, die mit leichten Fingerschnipsen, wenn sie welche hätten, alles niedermachen könnten. Naja, 350 zu 50, 1832 zu 1055, nochmal, ja! Fortsetzen. Wenn du mit Saphira fliegst, kannst du mit Magie feindliche Angriffe abwehren. Drücke LT plus A, um Geschosse zu ihnen zurückzuwerfen. LT und A, okay. Das wird wahrscheinlich gleich nützlich sein. Und da kommen wir jetzt zum letzten Level. Epicness. Allerletzte Schlacht. Allerletzte Schlacht. Also bei mir hat es das tausendmal besser angehört, glaube ich. Doch, da bin ich doch fest überzeugt von. Oh, er ist er da! Durza war in Gilead nicht gefallen. Legende nach stirbt ein Schatten nur, wenn man sein Herz durchsticht. Boah! Hat ihr die Lache gehört? Die war ja mal voll mega, ey. Die war voll gruselig. Okay! Niemals! Boah, meine Geschütze verfolgen ihn sogar! Scheiße, wie kann ich denn solchen Geschützen ausweichen? Ich scheiß einfach drauf, ey. Okay, scheinbar kann ich auch Feuer streuen. Alter, ich kann kaum den Geschützen ausweichen, ey. Sag an! Ich verbrenne dich! So halt doch still! Ja, irgendwie halt ja auch still, weil ich kann den Attacken kaum ausweichen. Also hätte ich Feuer schweigen müssen. Also ich kann den noch kaum ausweichen, den Attacken, ey. Alter, ich krieg ordentlich aufs Fressbrett. Und warum? Weil ich den Attacken kaum ausweichen kann. Ich kann Attacken kaum ausweichen, Leute. Ich wüsste jetzt... Warte mal, was hat er gesagt? LT und A kann ich die zurückfeuern, ne? Dann machen wir es nochmal jetzt. LT und A, meine Damen und Herren. Du gewinnst niemals, Durza. LT. Okay, ich muss LT drücken dann. So, halt doch still. Okay. Zum Teil funktioniert's. Okay, ich muss im richtigen Moment. Oder auch nicht. Welches Angebot? Darf ich nochmal überdenken? Oh, ich habe jetzt schon wieder kaum Leben, ey. Da, Vogel! Schön!
Mal schön, dass meine Pfeile auch verfolgen. Deine Fertigkeiten werden dich aufrichten. Spüre mein Feuer! Na, irgendwie, naja. Also irgendwie kann ich ja kaum ausweichen. Ich weiß nicht, irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Linke Taste ist ja das hier. Das ist Button. Nee, das ist Button. Das ist links. Nee, oben ist Button. R, B und L, R, T. Also ja. Muss ich das hier drücken? Oh, muss ich doch das drücken? Ich weiß nicht, bei welchem ich an verteidigen kann. Du gewinnst niemals, Dozer. Ah, okay, gut. Ich kann das nur bei den speziellen Angriffen machen. So, halt doch still. Ich spüre Feuer in der Luft. Ja, das ist ein bisschen tricky. Sie spuckt Feuer. Jetzt wirst du sterben, Drachen. Oh, hab ich sie alle gefangen. Ja, hab ich. Kein Problem. Wo ist er denn? Ich verbrenne dich! Ganz Allergesia wird sich von mir verneigen. Na, das. Das können wir mal schön abschminken hier. Was? Wie kann das sein? Ich habe eine Nachricht bekommen! Juhu, ich bin wichtig! Leute, ich bin wichtig! Ich freue mich. Was er? Deine Fertigkeiten werden dich auch nicht retten. Jetzt wirst du Drachenfeuer spüren, Bestie. Du wirst trotzdem heute sterben. Ach, das Feuer ist bei mir immer zu spät. Weil der Vierer mal braucht, bis es sich aufgeladen hat. Nein, ich hab das Ei verpasst! Ich muss ausweichen! Oh, das war knapp jetzt! Versuch das nochmal! Gar kein Problem! Naja! Von mir sieht ja keiner meine. Diesen epischen Kampf! Da, Vogel! Vogel! Ja, Vogel gefressen! Das kriege ich doch jetzt hin, locker. Easy Angelegenheit hier. Ja, Saphira, du darfst auch irgendwann mal Feuer spucken. Ja, das ist gar kein Problem. Danke, Baus. No. Und ich mittendrin, like a Feuerwehrmann. No. Mit einem Versuch. Nicht. Nach dem Sieg über den Schatten ging Aria fort, um ihr Volk auf Galbatorix Rache vorzubereiten. Sie und Eragon hatten ein Schicksal zu erfüllen. Doch die Legende von Eragon, dem großen Schattentöter, begann sich in Allergesia bereits zu verbreiten. Und die Warden, deren Anführer ich, Ajihad, bin, werden immer in der Schuld des mächtigen Drachen Saphira stehen und des mutigen Drachenreiters auf ihrem Rücken. Amen. Ja, das war das Spiel, meine Damen und Herren. Ich bin restlos begeistert von dem Epic. Na gut, der Endgegner war jetzt nicht so like a boss.
Ja, wird gespeichert. Bitte legen, was du nicht ausschaltet. Allerletzte Schlacht. Nochmal. Feind besiegt. Ein. Versetzte Tauben. Ein. Versteckt ist eigentlich knapp dran vorbeigeflogen. In jedem Level gibt es ein verstecktes Drachenei, mit dem Bonusinhalt freigeschaltet wird. Oh, ich habe Bonusdrachen damit freigeschaltet. Muss ich gar nicht. Ja, entwickelt von Stormfront Studios, herausgegeben von Vivendi Games. Gucken wir uns doch einfach mal an, was ist das, Credits oder sowas? Natürlich, die Credits muss man nach so einem Spiel einfach mal abspielen lassen. Wer hat es denn hier gemacht? Stormfront Studios, Designed, Algesia Leitung, Ray Grasco, allgemeine technische Leitung, Hyping, Kenneth, Ciao, künstlerische Leitung, ja, ihr könnt es ja eigentlich sehen. Was kann man jetzt von so einem Spiel halten? Es ist in seiner Art und Weise der Beeinträchtigung sehr in Ordnung, muss man einfach so sagen. Es war jetzt nicht die schönste Grafik und die beste Umsetzung der Story, aber es ist halt immer ein bisschen schwieriger, das Video in einem den Spielfilm in ein Spiel umzuwandeln. Das ist meistens nicht machbar. Aus dem einfachen Grund, dass du natürlich ein ganz anderes Konzept, wer will schon das Originalteil nachspielen? Das will keiner. Also du musst natürlich da Elemente einbauen, die wieder ein bisschen interessanter rüberkommen oder was Neues erzählen. Ja, hat's in seinem geschafft. Es gibt natürlich bessere Umsetzungen als Beispiel. Jetzt mal, habe ich selber nicht gespielt, aber ich habe auch meiner Mutter zugeguckt. Herr der Ringe oder halt auch Harry Potter, die Videospiele. Die sind eigentlich sehr schön umgesetzt worden in der Art und Weise. Auch wieder mit anderen Elementen mit eingeführt. Das hier, ja, war einfach nur jetzt Geldmacherei, muss man wirklich so sagen. Das ist einfach nur Geldmacherei gewesen. Aber es waren ein paar wunderschöne Stunden, die man jetzt damit verbracht hatte. So für gemütliche Abenden ist das wirklich ein Spiel, was man mal nehmen kann, was man mal reinstecken kann. Aber was ich jetzt nochmal durchspielen müsste, nicht. Eigentlich nicht, nein. Es gibt aber auch andere Spiele, die es halt geschafft haben, meiner Meinung nach. Aber jetzt auch jetzt nicht von diesen mehrreihigen, sondern von diesem dieses eine einzige Spiel zu diesem einen Film. Weil ja Harry Potter sind natürlich 8.000, 9.000 Folgen gewesen, also Kinofilme. Oh, Randy Orton! Nein, Randy Stevenson! Spyro! Nein, Byron! Scheiße. Wo ich hinaus? Ja, also es haben auch andere Spiele geschafft, die nur ein Kinofilm sind und das in ein Spiel umzuwandeln. Hat es auch funktioniert, da kenne ich ein Spiel, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Immer noch die Legende der Wächter. Weil es eigentlich nicht dem Kinofilm nachgleicht, sondern eigentlich zwar auch um die Geschehnisse gleich, aber halt mit einem anderen Hauptcharakter, der eine andere Geschichte erlebt. Also man trifft nicht einmal Soren, man trifft nicht Gylfi, man trifft nicht Digger, man trifft nicht Morgengrau, man trifft Boron, Baran trifft man nicht, man trifft Olesya nicht. Otulissa heißt sie ja. Und das ist eigentlich auch ganz cool, du hast dann neue Figuren. Du baust zwar auch nicht so wirklich was jetzt damit auf, weil das einfach nur Leute sind, die dich verteidigen und sowas. Das ist ja nichts wirklich Spannendes. Stormfront Studios. Haben wir das jetzt schon? Ja, das haben wir jetzt schon geguckt. Dann gehen wir mal zu Vivendi Games. Und gucken uns das natürlich auch nochmal an. Weil das einfach, es ist eine Ehrerbietung. Das sollte man einfach mal machen. Diese Epic Musik nervt zum Glück kein bisschen beim Laden. Oh, das schmeckt ganz gut. Naja, und jetzt werden wir auf jeden Fall auf das nächste Spiel übergehen, was wir nächste Woche spielen werden, beziehungsweise je nachdem, was für eine Folge gerade am Laufen ist, weil heute ist Sonntag, diese Woche anfangen zu spielen, aber auch erst dann, wenn ich jetzt die letzte Folge davon rausgebracht habe. Und ich muss sagen, ich freue mich schon tierisch drauf, weil ich das schon seit ein paar Tagen bei mir stehen habe, noch original verpackt. Und, ja, ist ja gut. Weiß ich Bescheid. Ist auch original verpackt und ich freue mich schon riesig tierisch drauf. Und dann wird auch das eintreffen, was ich bis dato auch fertig haben wollte. Das ist eine kleine Überraschung. Die werden wir dann noch, ja, früh genug erfahren, wie gesagt.
Entschuldigung. Das kann ich mir jetzt nicht verkneifen. Werbung, Niki Pounds. Niki war auch mit dabei. Schöne Sache. Levitsummer, okay, Levitsummer. Hal Paris, Chad Nemo. Linda Howard, Eric Klüh, ja, was auch immer. Ach, Leute. Die Flugsimulationen waren so ein bisschen, also, ich gehe jetzt wieder auf das Spiel zurück, was wir gerade gespielt haben. Also, die Flugsimulationen waren manchmal ein bisschen happelig. Nicht so mein Fall war, ich war zwar sehr gespannt darauf, mit Saphira so zu fliegen, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr Freiheit erlebt, gewünscht. Also man muss so sagen, so in der Form, wie man geflogen ist, dass man da auch wirklich dann so ein paar Schluchten und sowas hatte, die einen den Weg so ein bisschen gezeigt haben. Das war schön gelöst in der Art und Weise auf jeden Fall. Das wiederum, was man bei Aragorn auf dem Boden gemacht hat, diese blöden unsichtbaren Wände, das war nicht nötig. Das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr zeitgemäß. Das kann man schöner lösen. Es geht schöner. Wie gesagt, indem man halt Schluchten macht, indem man halt dann wirklich links und rechts dann Baumstämme, die Meter hoch sind oder sowas. Man macht einen dicht besiedelten Wald, wo man halt nicht reinkommt oder sowas. So ein bisschen schöner halt, ne? Aber gut. Am Ende merkt man halt erst selber, also wenn das Spiel dann fertig ist, dann merkt man halt erst dann die ganzen Fehler und sowas. Das ist sowieso eine ganz lustige Angelegenheit, warum man Fehler erst dann findet, wenn das Spiel schon draußen ist. Das hat mir mal ein Kumpel erzählt, das haben die mal in der Schule versucht, so ein Spiel zu gestalten. Und besonderer Dank, achso, gut. Die haben das versucht, selber so ein Spiel zu gestalten und haben auch wirklich erst danach bemerkt, was für Fehler überhaupt drin sind und dass man das eigentlich ausbessern müsste und sowas. Ach, Entschuldigung. Ja, das war Aragorn. Ich habe gerade eine Einladung zu Minecraft bekommen, weil wir zu dritt dann Minecraft-Welt starten wollten. Aber die wissen auch, die beiden, eigentlich, dass, wenn ich jetzt Aragorn spiele, eigentlich ein Let's Play ist. Naja, man weiß ja nie, ne? Management. Italien, oh mein Gott. Ach, Leute. Spanien. Geschäftsführung. Felipe Tomazzo. Produzmanager Alatzne Ortega. Frederik Hosteins. Kenn ich irgendwo, ja, Frederik Hosteins. Jeroen Smith, so Smith. Smitty Werder Mega Mad Jensen oder sowas. Scott Wood, George Georgiev. Da waren die Eltern mal schon einfallsreich. Cat Cannon, Franck Roige, Geraldine Breuil, Thomas Bengon, Glemen Debetz. Deutschland! Xochilt, Balzalon Wittmann, schön. Frank Weber, Sonja Langhammer, Tanja Hohmann, Skandinavien, John Hall, Camilla Gammal, Tom Lindgren, Gary Carty, Tom Lindgren, Bobby Henderson, Kerry Babur, Gary Carty, Annette Lee, David, Veronica, Sarah, Yvonne, John, Nico, Philipp, Marika, Jean, Esther, Fortunato, Gerd, Vanne, Kue, Rabika, keine Ahnung, leck mich doch einfach. Ja, sollte das gewesen sein? Das wäre sehr schön, weil ich habe jetzt, glaube ich, keine Ahnung mehr, was ich labern soll. Also meine Nase hochziehen. Ah, lecker. Aragorn. Ja, das war auch dann das. Schön. Da haben wir ein paar Punkte geholt. Jetzt könnten wir das nochmal spielen, weil wir haben ja hier, hier haben wir nicht gefunden. Achso, das war das gleiche. Egal, und hier haben wir zweimal auf leicht gespielt, weil ich hier mal kurzzeitig leicht hatte. Egal. Gehen wir mal raus. Achso, naja. Und fertig. Spiel beenden. Freischaltbare Gegenstände. Keine Ahnung.
süchtig geworden? Tauch ganz tief ein in die Welt dieses Games, Eragon. Atemberaubende, spannende Fantasy-Bestseller von Christoph Paolini. Der Typ hat die drei geschrieben. Er war auch, er war erst 15, als er das geschrieben hat. Was ich auch sagen muss, Respekt. Auf jeden Fall. Really, I suppose I think he's like me. He's a bit quirky, and he's not got lots of confidence, but he keeps going. He's got a goal in life, and he just wants to get become the best he can. Which I suppose I feel the same way. This would be in the middle of like a very intense battle. The second one would be maybe, you know, talking, and the last one would be like in the keep where you don't want anyone necessarily to hear. Saphira, we're trapped on the bridge. The king's soldiers are everywhere. Hurry! I think that was one of the main reasons why I was picked. To be fair. You know, because I saw someone raw and fresh. And that's what everyone is raw and he's fresh. But as you gradually go on, both he and I sort of gel together. It's an ambush! We're outnumbered! He mirrored Aragon's experience almost, you know, perfectly. And it's true, you know, here Aragon is being thrust into this world that he has no idea what he's getting himself into. And, you know, here Ed is being thrown into a world that he has no idea what he's getting himself into. You see him grow and you see him progress. I'd like to say that happened with me. You did it, Saphira. That'll keep them away from the towers for a while. Now the others. Having Ed Spaliers as Aragon is the crowning moment. Listening to him talk and listening to his voiceover, he brings that charisma into the role and brings it alive in the game. Stay hidden, Saphira. Do not come into Gilead. I think that the most fun part to play from the movie would certainly be Aragon, I think, because he's your hero. He's the guy, he has the dragon, he builds up his magic powers as they go along. So there's a sense of journey with that character, there's a sense of achievement, I would imagine, at the end of the game when he's reached his promised land. Not bad, young dragon rider! There may be hope for you yet! It's just surreal. The whole process to me is just so surreal at the moment. I'm still just a regular kid, and I'm just trying to, I'm just having a laugh. that's all I'm doing. I'm just trying to enjoy myself. Ja, das war der Hauptcharakter, der das, im Kinofilm halt dann drin war. Wir müssen noch. Ja, okay. Die Bonusinhalte möchte ich eigentlich jetzt gar nicht zeigen. Keine Ahnung, warum nicht. Interessiert wahrscheinlich sowieso keinen. Ich wünsche euch alles Gute und wir sehen uns dann bei unserem neuen Spiel mit der neuen Überraschung. Und ich hoffe, man sieht sich mal online. Tschüss!